der endgültigen Trennung vom Kindesvater Valentin erhofft sich die 17-jährige Jungmama Julia eine bessere Zukunft. Diese Bussi schicken. Ja. Diese Lachen. Wenn ihre Zukunft so ausschaut, dass der mir jetzt dann Kinderkrippe geht, dass sie dann wieder anfangen kann zum Arbeiten. Ja, mit Freund halt ein Leben aufbauen. Mit Freund? Meinst du damit Einzahl oder Mehrzahl? Nein, ich meine mein Freund, also ich habe schon Freund jetzt wieder. Oh, ach so, dein Freund. Das sind ja spannende Neuigkeiten. Und wie fühlt sie sich an, die neue Liebe? Ja, ich bin jetzt schon viel verliebt und so. Und ich bin jetzt auch viel glücklicher und alles. Die Amina spielt auch voll gern mit dem. Und eigentlich die Sachen, was sie bei ihrem eigenen Vater machen sollte, tut die Amina bei ihm. Hier, das ist Schaukeln alleine. Aufpassen. So. Vielleicht können wir uns da mal was gemeinsam aufbauen, weil ich gesagt habe, ich will jetzt nicht alles so schnell, weil die Amina sich auch mal gewöhnen soll, richtig gescheit. Ich will auch, dass das alles wirklich passt, bevor es so weit kommt mit Zusammenziehen und solche Sachen. Und dürfen wir den, der in Valentins Fußstapfen tritt, auch mal kennenlernen? Schade, das sieht mehr nach Mama Simone aus. Vielleicht ja ein andermal. Hallo. Hi. Amina. Schau dir Oma. Sitz sie. Schau dir Oma. Hey, wo ist er? Wie geht's dir so ohne Valentin? Sehr viel gut. Jetzt bläst du richtig auf, gell, was du denn los hast. Mhm. Ja, ich bin froh darüber, dass der Valentin jetzt wirklich Geschichte ist. Dass er endlich kann. Teil mehr ist für die Familie. Die Mama ist sehr froh, dass er jetzt nicht mehr da ist und dass das jetzt auch fix ist. Ja, also ich glaube schon, sie freut sich, glaube ich, am meisten. Ja, da kommen Erinnerungen hoch. Der Typ macht mich so narrisch. Ich hätte nie so einen Ausländer genommen. Nie. Das sind alle unter dem Hund. Ich sag, schick mich runter. Nach Rumänien. Ja. Sie unten bleiben für immer. Was tut sie sonst? Ja, nicht so viel eigentlich. Mit einem neuen Leben im Spiel? Ja, schon. Also mit dem neuen Partner will ich so, dass es wirklich so funktioniert, wie sie sich vorstellt. Mutter-Tochter-Tag in Karpfenberg. Die 17-jährige Julia will sich gemeinsam mit Mutter Simone und Tochter Amina auf andere Gedanken shoppen. Ja, mir ist das voll wichtig, mit der Mama Zeit verbringen, weil eben wir schon eine starke Bindung haben. Okay, machen wir irgendwas. Ich gesagt, vielleicht kommst du auf andere Gedanken. Dann denkst du nicht immer an das nach, ich gesagt, was war oder was gewesen ist. Habe ich gesagt, dann hast du mal wirklich Ablenkung auch. Geh mal da einmal kurz rein. Ich muss da schon was schauen, ein bisschen. Bist du narrisch? Grüß Gott. Hey. Schauen wir mal. Das kannst du dir anziehen. Nein, das ziehe ich nicht an. Wieso nicht? Schau mal. Ich bin ja auch die Oma. Ja, das passt ja für dich, Alter. Nein. Bist du Oma? Ja, aber da ist sie nicht an. Ich würde schon die Mama mal umstylen wollen, weil ich kenne die Mama so nur mit Hosen und so. Ich würde schon sehen wollen, wie sie mit Kleid oder Rock ausschaut. Ob Mama Simone da mitmachen würde? Bisher blieb die 40-Jährige ihrem Modestil sehr treu. Mein Look ist eher mehr, da ist eher mehr sportlicher. Ich ziehe schon China an, aber am liebsten war ich halt mit Jogginghosen. Schau mal, du magst ja sowas mit Spitzen immer. Nein, das brauche ich nicht. Das. Nein, das ist nicht meins. Das ziehe ich absolut nicht an. Also, meinen Lebensgefährten würde es schon gefallen. Weil es bringt mir nichts, wenn ich sage, ich kauf's mir, ich zieh's nur daheim an. Nur wegen ihm. Sonst muss es mir auch gefallen. Bist du behindert? Einfach nur so ein bisschen größer denken. Dann wird dir das schon passen. Da denkst du noch ein bisschen an Stoff dazu? Ja, das mein ich ja. Da bekommt der Begriff Reizwäsche gleich eine ganz neue Bedeutung. Aber gibt's nicht auch was für Julia? Oder sowas. Da braucht dein eigener Freund nicht mehr so machen, schau. Und aufmissen. Warum nicht? Braucht er nicht mehr viel ausziehen? Ich würde sowas nicht anziehen,
Weil es kann schon viel passieren, weil die Amina braucht auch noch Reifenstoß Anbeziehung und dann auf einmal bin ich knockert. Ob es mein Freund gefallen wird, dadurch, wir noch nicht so lange zusammen sind, ist schon so. Gefällt einem das nicht. Tja, und so geht's unentschlossen und ohne große Ausbeute wieder nach Hause. Hoffentlich hat Julia zumindest in der Liebe mehr Glück. In Bruck an der Mur ist die 17-jährige Jungmama Julia schwer beschäftigt. Es wird Zeit für eine große Veränderung in ihrem Leben. Nein, es sind keine neuen Brüste. Schwanger ist sie wahrscheinlich auch nicht. Und Ex- und Kindespapa Valentin ist immer noch weg. Das Thema mit dem Valentin ist sowieso abgehakt für immer. Ich weiß nur, dass der Valentin abgeschoben worden ist. Richtig gehört. Nach mehreren Dummheiten musste der 17-Jährige das Land verlassen und zurück in seine ursprüngliche Heimat Rumänien. Und mich interessiert das auch gar nicht. Und weil er interessiert sich auch nicht fürs Kind, also mich interessiert das gar nicht mehr. Zum Glück gibt's da jemanden, der Julia immer begleiten wird. Richtig, ihre Mama. Simone unterstützt ihre Tochter Julia in allen Lebenslagen und geht ihr immer zur Hand. Okay, fast immer. Du weißt schon, was wir heute tun, oder? Hm. Ja, ich muss Bewerbungen schreiben. Also es ist jetzt ein guter Zeitpunkt, mich zu bewerben, weil jetzt ist die kleine Kindergrippe. Fünf Berufe aufgeschrieben. Ich helfe mich, ich kann das ja nicht. Warte, wie lange tut das schon erst bei mir? Mit Bewerbungen habe ich gar keine Erfahrungen. Die wusste auch schon, was dich interessiert, Julia. Geht so. Also, was mich interessiert, ist Kosmetikerin und Sekretärin. Julia, die Sekretärin, die Bewerbungsschreiben mit der Hand schreibt, sticht heraus und ist viel persönlicher. Oder doch Kosmetikerin? Ja, mir taugt es einfach, dass sie die Leute so schminken und so kann und so Tipps geben kann. Ich würde sagen, eher Sekretärin. Was würdest du sagen? Warum Sekretärin? Das interessiert mich. Kann ich mich immer schön anziehen? Du musst aber gut die Dinge Deutsch und das können. Das geht schon. Ich denke schon, dass ich Talent darin habe. Wie ist das vorgestellt mit der Mina? Wie es zeitlich ausgeht? Das geht, das ist ja meistens nur so ein Tag. Also ich habe schon einmal gearbeitet, wo die Kleine noch keinen Kinderkrippenplatz gehabt hat. Und da war es halt schon ein bisschen schwierig, weil ich habe immer schauen müssen, dass die Mama Zeit gehabt hat, dass sie auf die Kleine schaut. Zeitlich mit der Mina? Sagst du, du musst bis 3 oder was? Nein, das geht nicht. Die muss das so klären, dass das passt mit Kinderkrippe und Arbeiten. Und das geht's ja. Das geht schon. Also für mich ist das voll wichtig, dass ich einen Job finde. Weil ich will mein Kind auch das Wort sagen, dass das wichtig ist, einen Job zu haben. Und dass sie nicht dann glaubt, wenn sie größer ist, dass sie irgendwie so dahin leben kann, sondern ich will schon ein gutes Vorbild für mein Kind sein. Es lässt sich sicher irgendwie unter den Hut bringen. Während die einen essen und gepflegte Tischmanieren unterrichten, gibt's bei Julia Nachhilfe in Sachen Bewerbungsschreiben. Und zwar von ihrer Mama. Wobei, ihr Spezialgebiet ist das nicht. Ich hab das nicht gehabt. Ich hab das nur Thema mit Lebenslauf gehabt, aber die hat sich auch wieder verhindert. Ich muss sagen, ich krieg jetzt nicht ohne Hilfe irgendwie mit. Also, und dann jetzt muss man überlegen, was man reinschreibt, dass du genommen wirst und so überzeugen. Das schreiben wir einfach Lebenslauf. Das ist kompliziert. Ich schreibe da gar keinen. Ich gehe dorthin, mach die Tür auf, so, jetzt bin ich da, nehmt's mir, dann nehmt's mir nicht. Da kommt einmal ein Bild, gell, von mir. Ist ein Bild? Ja, muss auf dem Lebenslauf. Muss auch oben sein. Ich sag einmal, vom Foto allein kann man nicht viel haben. Ja, aber nicht nur das Bild hilft, sondern die ganze Bewerbung, wie ja, du das schreibst und wie du dich angestrengt hast für das. Das schon. Aber wenn ich dann die Menschen von mir habe und die rede mit den Menschen, das sagt viel mehr aus. Ja, das schon, aber trotzdem würde ich auch über das bestimmen, über das Bild. Ich gehe nicht noch einen Charakter her. Also Berufserfahrung, was haben wir da? Gibt's keine. Fremdsprachen habe ich keine. Oh ja, ein bisschen. Ein bisschen türkisch. Ich sprich gar keine Fremdsprachen. Da und jetzt kommen nicht nur die Kenntnisse und Interessen. Ja, was sind meine Interessen? Sehr viel Internet. Bis die ganze Zeit
Handy. Also bei der Jule spielt das Handy schon eine große Rolle. Wenn ich nichts zum Tun habe, ich bin schon viel am Handy. Und ja, das kann man schon sagen, dass das eigentlich so mein Hobby ist. Und ja, ich ist schon ein bisschen leer. Egal, ich schreibe einfach nur recherchieren im Internet. So, und jetzt, gell? Wird einmal gut sein, ein Bewerbungsfoto zu machen. Was der 17-jährigen Jungmami Julia für ihr handgeschriebenes Bewerbungsschreiben noch fehlt, ist ein Foto. Aber was soll sie dafür anziehen? Also bei mir, mein Kleiderschrank, es gibt nicht so viele schöne Sachen. Weil ich mich nicht dafür interessiert, dass ich mich so schön anziehe. Bei der Julia schaut das ihr Kleiderschrank nicht noch, aber das ist eher chaotisch. Also das geht gar nicht. Ja, da ist guter Rat teuer. Aber wofür gibt's denn Style-Expertin Simone? Die kennt ihre Julia halt am besten. Ich sag, das Graue sehr gut passt, das hat ihre Persönlichkeit. Also, wir brauchen eine weiße Wand, gell? Da geht das nicht, weil du. Ja, dann nehmen wir das da. Ja, dann nehmen wir das da. Aber nur schau, nur dass man meinen Kopf sieht und bis zur Schulter noch, gell? Okay. Bis da, please. Wie soll ich schauen, leicht? Sexy! Ich kann nicht lachen. Schau. Was machst du für ein Foto von mir? Du musst es so weit aufgehalten. So schlaf ich. Ja, ich bin nicht schuld. Also ich würde meine Mama nicht als Fotografin einstellen. Also die Julia war doch nicht zufrieden mit dem Foto. Schau, zeig ich dir nochmal, okay? Du kommst einfach näher, so dass du so ausschaut, okay? Ja. Schau, nur Schultern. Aber danke für das gute Foto. Klumpert. Näher, bitte. Ja, nicht so nahe. Ja! Wenn es mir reicht, dann reicht es dir wirklich. Da habe ich keine Geduld. Bisher was. Also wohnt, dann muss das gleich passen und sonst. Marina! Da! Wenn du Traubenstangen hast. Was tust du mit mir? Ja, du tust das, nicht ich. So, wenn das jetzt nicht passt, dann muss das. Was ist das? Das Foto machen. War schon anstrengend. Du lachst wie komisch, schon mal 10 voll schief aus. Das ist ein gutes Bewerbungsfoto, ha? Von dir? Mm-mm. Wieso nicht? Die Mama mag gar keine Fotos machen. Es gibt nicht einmal Fotos von ihrer.